Er hat verhindert, dass eine Einbrecherbande Beute in St. Florian machen konnte. Dank ihm kriegten bei einem Einschleichdieb die Handschellen. Und sie hat mitgeholfen, einen Bankräuber zu überführen, bevor der seinen nächsten Überfall durchführen konnte. Verbrechen, die verhindert wurden, weil Menschen Zivilcourage gezeigt haben. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat sich doch verändert. Auf der einen Seite merken wir immer mehr Rückzug von vielen Leuten, Egoismus steigt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wir mit den staatlichen Organisationen, Einheiten nicht alles so organisieren können zur Zufriedenheit der Menschen. Das beginnt in der Bildung, das beginnt oder geht weiter über die Gesundheit. Ich kann nicht alles delegieren an Experten und das ist auch die Sicherheit. Die Polizei ist der Experte dafür, aber es ist, glaube ich, ganz notwendig, dass wir alle einen Beitrag zu leisten, dass wir dieses hohe Sicherheitsgefühl und das hohe Sicherheitsniveau auch wirklich in dieser Form halten können. Und da brauchen wir alle Beteiligten oder beziehungsweise brauchen wir die ganze Gesellschaft. Terroranschläge sorgen für Unbehagen und selbst im vermeintlich sicheren Österreich kann natürlich auch etwas passieren. Umso wichtiger, dass man der Exekutive entscheidende Hinweise geben kann, wenn man denn etwas mitbekommen hat. Für die Polizei ist es sehr wichtig, weil ein Gutteil der Aufklärung ist davon abhängig, wie gut die Informationen sind, die wir kriegen. Technik allein ist nicht alles. Wir sind hier auf die Mitarbeiter Menschen angewiesen und ich bin über jeden froh, der sich nicht zurücklehnt und sich quasi in einer Vollkasko-Mentalität hier beglücken lässt von der Polizei, sondern der uns auch hilft, dann, wenn es notwendig ist, die entsprechenden Schritte setzen zu können. Also offensichtlich läuft Raiffeisen immer der Zeit voraus. Tatsache ist, wie es der Herr Minister heute auch bei der Pressekonferenz genannt hat, Sicherheit, Bank und Vertrauen sind ganz, ganz eng miteinander verbunden. Daher glauben wir, ist es auch wichtig, dass wir jene Leute vor den Vorhang holen, die Zivilcourage zeigen und die zeigen, dass Sicherheit gemeinsam erledigt werden muss und es ein gemeinsames Anliegen ist. Aber Vorsicht, den Helden zu spielen ist keine gute Idee. Daher raten wir auch jeden, mal früher 133 zu wählen und die Polizei zu rufen. Und für alle, die ausgezeichnet wurden, gab es als Anerkennung auch einen kleinen Geldbetrag. 4.200 Euro gingen insgesamt an die Preisträger.